Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie ich ein lila Süßkartoffelkuchen mache. Dafür brauchen wir hier erstmal 150 Gramm lilane Süßkartoffel, die habe ich hier schon geschält und weich gekocht. Dann brauchen wir noch 6 Eier, hier ein bisschen Eigelb und Eiweiß getrennt. 200 Milliliter Milch, 200 Gramm Zucker, 200 Milliliter Öl. Und dann brauchen wir noch 200 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke und 2 Teelöffel Backpulver. Ja, und als erstes püriere ich hier unsere lila Süßkartoffel mit der Milch. So schaut das Ganze dann aus. Schaut euch mal diese schöne Farbe an. Als nächstes schlagen wir jetzt hier unseren Eiweiß auf. Dazu gebe ich einen Spritzer Zitronensaft und nach etwas von unserem Zucker. So sollte das Ganze dann ausschauen und ja, jetzt tun wir das in eine andere Schüssel. Als nächstes mixen wir unsere Eigelbe mit unserem lila Süßkartoffelpüree und den restlichen Zucker. Dazu kommt jetzt auch unser Öl. Und nach unsere trockenen Zutaten. Schaut das Ganze dann aus. Und ja, zum Schluss geben wir jetzt hier unser Eischnee runter. So sollte der Teig dann ausschauen. Und ja, jetzt kommt das Ganze in eine Backform. So schaut das Ganze aus und jetzt gebe ich hier unseren Kuchen bei 175 Grad Umluft für ungefähr 40 bis 50 Minuten in den Ofen. So liebe Leute, ich habe unseren Kuchen jetzt hier aus dem Ofen geholt und etwas auskühlen lassen. Und so schaut das Ganze aus und so schaut es von innen aus. Ist auch super, super fluffig geworden. Guck mal, die schöne lilane Farbe von der lilanen Süßkartoffel. Sehr weich.